Und das wird heute ein echter Kracher werden, das können wir mal versprechen. Denn wir haben derzeit eine Lufttemperatur hier von über 30 Grad und die Strecke, die klettert in den Bereich um 40 Grad. Und da werden die Reifen heute einmal richtig leiden. Das Problem ist nämlich, in dieser Simbin-Simulation gibt es nur eine Reifenmischung. Und die ist bei diesen Streckentemperaturen über dem Limit. Das heißt also, es gilt jetzt in erster Linie mal, den Reifen nicht zu heiß werden zu lassen. Denn wenn der hier über 110 Grad geht, dann verliert der so langsam wieder an Grip. Und das ist jetzt natürlich hier die ganz große Kunst, die es hier jetzt einzuhalten gilt für die Fahrer, dass sie also diesen Reifen nicht überbelasten. Es geht jetzt also los. GTP Pro Series, vierter Lauf der Saison. Wir warten also darauf, dass die Ampeln hier geschaltet werden. Noch sind die Bremslichter an, aber Ampel ist jetzt geschaltet und damit geht es jetzt los. Und der Sven Brandenburg hat einen katastrophalen Start. Oh, der ist ja total stehen geblieben. Und Stefan Konitzny stürmt mit Julian Kunze im Schlepptau jetzt auf die erste Kurve zu. Und da fliegt das Feld jetzt, angeführt von Konitzny, auf Turn 1 zu. Und da ist auch Stefan Möbus schon wieder ganz vorne. Und jetzt heißt es Luft anhalten. Rein in die erste Kurve. Alles bislang glatt gegangen. Ja, das sieht sehr gut aus. So, da gibt es jetzt aber nochmal eine Linkskurve. Und da wird auch ganz gerne mal gerempelt. Da gibt's auch ein bisschen Lackaustausch. Ganz da hinten gehen ein paar Fahrzeuge weit. Also ganz ohne Crash ist es nicht abgelaufen. Konitzny führt, Kunze auf 2. Aber der wird gleich zur Durchfahrtsstrafe rein müssen. Also den können wir uns da quasi wegdenken. Und Brandenburg hat es noch repariert in Turn 1. Hat da jetzt nicht zu viel verloren. Immerhin noch dritte Position. Also der, mit der Startgurke gerade, da hätte er aber auch glatt mal aus den Top 10 rausfallen können. Also da ist ja das Auto überhaupt gar nicht losgefahren. Und jetzt schauen wir mal, wer war da in diesen Crash involviert. Das war Matthias Hartmann und Klaus Zatti. Das sind die beiden Autos, die da weit gegangen sind. Wir werden heute keine Analyse machen aufgrund des dichten Zeitplans hier. Wir schauen mal, wie es am Ende ausgeht. Wenn wir vor 22 Uhr hier weit vor 22 Uhr fertig sind, können wir das noch machen. Dann werden wir da mal schauen, was da abgelaufen ist. Ein Instant Replay haben wir ja leider nicht. Konitzny, Kunze, Brandenburg. Vierter ist dann Möbus auf der 5 Strohmann. Boah, ganz starker Start von Kim Strohmann. Dann Jens Fey und Laurin Heinrich wird da gerade von PJ Hoekstra so ein bisschen rausgeschickt. Hält sich aber immer noch daneben und jetzt hier zu zweit nebeneinander. Das kann nicht gut gehen. Durch diese Kurve passt nämlich nur ein Auto durch. PJ kommt wieder rein, fährt fast in Markus Rösch. Wird jetzt noch überrumpelt von Daniel Merget auf der Innenbahn. Kann den aber nochmal hinter sich halten. Oh, das hätte aber auch schlimmer ausgehen können. Und da hinten fährt einer von No Limit jetzt gleich fast in die Mauer. Der hat wahrscheinlich einen kleinen Schubs bekommen. Ich denke mal, das war Boulder Jipur. Und hier gibt es einen Angriff von Markus Rösch. Oh Gott, diese Kamera. Eieiei. Also die ist zumindest mal nicht dafür geeignet, dass man die im Zweikampf hier einsetzt, sondern dass man da nochmal irgendwie zurückschaltet. Jetzt verabschiedet sich Julian Kunze zu seiner Durchfahrtsstrafe. Damit bereinigt das Klassement. Jetzt Konitzny führt vor Brandenburg, Möbus, Strohmann, Fey und dann Markus Rösch. Jetzt auf der 6. Position. Der hat sich gerade nämlich an Laurin Heinrich vorbeigearbeitet. Und hier sehen wir Kim Strohmann 10 Plätze in der ersten Runde gut gemacht. Wahnsinnsstart von ihm. Er ist ja wirklich nicht bekannt dafür, dass er ein guter Qualifier ist, aber er hat einen guten Rennspeed und mit solchen ersten Runden bringt er sich natürlich voll in den Kampf um den Sieg mit ein. Merget ist ordentlich zurückgegangen. Und Boulder Jipur ist raus. Ja, wir sehen noch Marcel Heck mit einer irren ersten Runde. Das dürfte jetzt auch... Ah, nee, Mike Horn, der hat noch mehr gut gemacht. Gut, der startete aber auch von ganz hinten. Und Laurin Heinrich. Pagani, der versteckt sich da richtig hinter der Corvette. Ja, sein Problem natürlich mit dem Pagani ist es sehr schwer zu überholen. Er müsste sich jetzt da innen reinwerfen. Da liegen die Vorteile des Zonda auf der Bremse, aber es reicht hier nicht gegen die Corvette von Markus Rösch. 33 Grad die Lufttemperatur. Aber die Strecke ist mit 38 für die Lufttemperatur wirklich noch erstaunlich kühl. Sascha Brandenburg im Kampf mit Marek Musiol. Brandenburg setzt sich durch. Das sieht man auch nicht alle Tage. Marek Musiol, auch ein ehemaliger Meister in dieser Meisterschaft. Und da hat er wirklich eine super Saison damals hingelegt. Muss ich hier gerade mal dem Admin dieser Meisterschaft beugen. Sascha Brandenburg, diese Saison sehr gut aufgelegt.
deutlich besser als die letzten Saisons unterwegs. Ja, und der gute Marek Musiul wird hier die Ferraris nicht los. Jetzt ist es Carlos Zydorek hinter ihm und dann sehen wir hier Marcel Heck. Und dahinter ist es TK auf der 14. Position. Hier sehen wir das Feld nochmal. Ein paar Lücken kristallisieren sich da gerade raus. Eine ist da schwer zu sehen, vor wem das genau ist. Ich glaube, das ist hinter Daniel Merget hin zu Sascha Brandenburg, wo eine Lücke war. Thomas König immer noch damit beschäftigt, hier Carlos Zydorek zu attackieren. Der wiederum im Moment, da ist Marcel Heck an Carlos Zydorek vorbeigegangen. So ist das. So, und jetzt schauen wir mal. Ja, hier hat sich eine Lücke herauskristallisiert und auch nochmal hier vor PJ, der immer noch mit Laurin Heinrich beschäftigt ist. Und nee, Moment, stopp, auch da hat sich was getan. Laurin Heinrich ist jetzt hinter PJ Hoekstra zurückgefallen. Die hatte vorhin noch Markus Rösch attackiert und liegt jetzt also hinter dem, den er gerade ins Kiesbett geschickt hat. Will den gleich wieder attackieren. Wo jetzt? Nee, rechts oder links? Jetzt muss er sich natürlich irgendwann entscheiden und er muss jetzt den ganz langen Weg gehen. Das ist nicht ganz aussichtslos in dieser Kurve. Wenn man halten kann, und er kann dagegen halten, denn jetzt ist er in. Jetzt ist er in und Heinrich holt sich den 7. Platz erstmal wieder zurück. Muss jetzt aber gleich auf der Geraden aufpassen. Denn PJ Hoekstra will sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und wird jetzt versuchen, einen Gegenangriff zu starten. Und diese Linie von Heinrich wird nicht gerade dazu beitragen, dass er jetzt einen guten Schwung damit rausnimmt. So, jetzt wird gleich der Geschwindigkeitsüberschuss des Aston Martin einsetzen. So, wir sehen das jetzt. Was macht er? Geht Heinrich nach innen? Nein, er lässt PJ gewähren. Und der versucht es jetzt auf der Bremse und das lässt er sich natürlich nicht nehmen. Die Frage, kann er kreuzen? Er kann kreuzen. Wir sehen es hier, Heinrich ist wieder davor, aber jetzt nochmal eine gerade und nochmal eine Chance für PJ Hoekstra. Und wieder holt er sich die Innenbahn für Turn 1. Die kommen jetzt da angeflogen, da sind sie Seite an Seite. Kann Heinrich den ganzen Turn 1 jetzt gegenhalten, wäre er für Turn 2 innen. Versucht das Ganze auch, aber PJ setzt sich durch. Macht sich da nochmal dann ein bisschen breit, das passt also alles. PJ Hoekstra behält erst einmal diesen 7. Platz wieder. Ja, und das reißt jetzt natürlich ein großes Loch da nach vorne hin rein. Wir sehen das, sobald zwei anfangen zu kämpfen, reißt diese Perlenschnur auf. Und rangefahren hat sich jetzt Daniel Merget. Und dahinter kommen sie dann auch, Sascha Brandenburg und Marek Musiul. Und hinter Musiul, da ist dann der Abriss zu Marcel Heck. Auch da hat es ja vorhin vor einer Runde ein Überholmanöver gegeben. Und Heinrich natürlich, das sind die Kurven, die dem Pagani liegen. Aber er liegt jetzt hinter PJ. Wird er wahrscheinlich etwas energischer die Innenbahn abdecken müssen. Am Ende der langen Geraden. Und PJ Hoekstra nimmt hier alles an Rasen mit, was da nur irgendwie da ist. Alles taucht wieder in den Windschatten ein. Zieht da wild hin und her. Links, rechts, wo denn? Und Merget will da auch noch rein. Und jetzt versucht er denselben Move, aber nochmal lässt der PJ das nicht mit sich machen. Oder doch? Doch, der ist noch da, der Laurin Heinrich. Immer noch die Chance, aber diese Runde passt das nicht. Jetzt wäre er nochmal auf den PJ drauf. Also der geht mit dem Holländer heute aber nicht gerade zimperlich um. Da hat er das Glück, dass das der PJ Hoekstra vor ihm ist und nicht Arjen Robben. Der wäre nämlich sonst wohin geflogen. Und jetzt ist es Daniel Merget, der da mit Nachdruck innen reingeht. Da hat Laurin Heinrich bei seinem Angriff auf PJ Hoekstra plötzlich den Maserati aus dem Sichtfeld verloren. Und der war dann plötzlich innen drin. Und Sascha Brandenburg ist auch da. Hier geht das richtig zur Sache. Achtung, anbremsen. Merget ganz innen. Aber er kann die Linie jetzt halten. Erlaubt es da dem Laurin Heinrich nicht, die Linie zu kreuzen. Das hat er sehr clever gemacht. Oh, und ist da was los. Sascha Brandenburg will den Windschatten gar nicht mehr erst haben. Dem ist das Ganze jetzt ein bisschen zu heiß. Der versucht dann gleich die Brotsamen aufzusammeln, wenn die sich da in die Kiste fahren. Weder teilt Heinrich aus. Diesmal schickt er Merget weit. Jetzt darf er nicht überholen. Das macht er soweit auch ganz fair. So, ah, jetzt mischt sich Brandenburg ein und stupst mal Heinrich an. Und jetzt sieht Heinrich gut aus für den nächsten Bremspunkt. Weil da ist der Pagani stark auf der Bremse. Aber ist er so stark, dass er das aufholen kann? Nein, reicht nicht.
Somit hängt er jetzt zum dritten Mal in Folge in diesen Kurven hinter einem anderen Fahrzeug fest, da wo der Pagani so gut funktioniert, aber wir sehen, dass der Maserati da nicht sehr viel langsamer ist. Merget versucht sich da jetzt sicherlich an BJ Hoekstra heranzufahren. Hier sehen wir jetzt den Überschuss, den Heinrich da aufbauen kann. Nur den verliert er dann halt auf der Geraden wieder. Hat sich die Situation fürs erste Mal ein bisschen beruhigt. Aber das waren jetzt wirklich 2,5 ganz intensive Runden, die wir da gesehen haben. Schauen wir nochmal gerade an die Spitze, wie es da aussieht. Da setzt sich hier ein Viererpaket ab, das seinerseits nochmal in zwei Hälften gesplittet ist. Konizzi und Brandenburg und dann Möbus und Strohmann. Rösch und Fei würde ich auch noch nicht sagen, dass die da raus sind. Thorsten Roddewig, kein Glück bislang in der GTP Pro Series. Ex-Meister des Langstreckencups auf GTR 2 Basis. Simulation, die auch in der Racers League immer noch gefahren wird. Und Merget verteidigt gerade wieder genauso, dass Heinrich nicht mehr daneben fährt.
Veit Vogel. Nee, Moment, der war das nicht. Oh, da ist er, der ist aber ganz weit dann zurückgefallen. Oder wenn er. Frank Schulte-Loh war es. Frank Schulte-Loh ist derjenige gewesen, der da vorhin gekreiselt ist. Und das bedeutet jetzt die 24. Position. Das heißt also, Kunze kriegt ein paar Plätze geschenkt und der macht jetzt gerade schon fleißig weiter mit Silvio Striegler. Und schnappt ihn sich auf der Innenbahn, Turn 1. Striegler versucht nochmal zu kontern und Kunze dreht sich. Kunze dreht sich, alles umsonst. Und ich glaube, dass da die Hinterreifen schon langsam anfangen. Eieiei, also diese Kurve 1 ist für das Motorsport for All Team heute aber nicht gerade die Glückskurve. Erst Frank Lehmann und jetzt sein Teamkollege Julian Kunze. Und die beiden sind jetzt einträchtig hintereinander. Und zwar wieder am Ende des Feldes. Also ich wollte gerade sagen, Kunze, der kann sogar noch richtig weit nach vorne fahren mit so einer Performance. Aber das hat ihn jetzt natürlich gnadenlos zurückgeworfen. Da hat er nochmal die extra Portion mehr Gas gegeben im Versuch, dann nochmal innen reinzukommen. Gegen Silvio Striegler. Und das war zu viel für die unter 41 Grad Strecke leidenden Reifen. Haben den Grip verloren und er konnte es nicht mehr einfangen. Hier an der Spitze beschleicht mich so ein bisschen das Gefühl, dass Sven Brandenburg ein bisschen schneller kann als Stefan Kunitzny. Also der hat sich das mit dem Start ziemlich verbaut. Aber er hat natürlich noch alle Chancen. Nur beim Boxenstopp wird es wohl nicht funktionieren. Also er ist zwar immer einer derjenigen, die an der Box am schnellsten sind, aber der Ferrari verbraucht ein bisschen mehr als die Corvette. Das heißt also, der Boxenstopp wird etwas länger. Das determiniert ja hier die Standzeit. Reifenwechsel und Auftanken erfolgen getrennt voneinander. Und das Auftanken erfolgt nicht sonderlich schnell. Was er natürlich versuchen kann, ist, dass er jetzt diesen Windschatten, wenn er schon nicht vorbeifahren kann, nutzt, um Sprit zu sparen. Dann kann er natürlich versuchen, sich da an der Box nachher vorbeizutanken mit einem Undercut. Also sprich, diese berühmte Runde früher reinkommen. Muss aber hier genauestens getimt werden. Aufgrund dieser enormen Hitze. Also bei über 40 Grad, und dann haben wir jetzt hier auch noch ziemlich langgezogene Kurven, das geht an die Reifensubstanz schon richtig ran. Ja, und Kim Strohmann findet ebenfalls kein Rezept momentan gegen Stefan Möbus. Auch hier denke ich, dass er etwas schneller kann und irgendwer geht gerade wieder eine Rolle rückwärts machen. Oder? Nee, Moment, das war nur ein Platztausch. Marek Musius ist an Sascha Brandenburg vorbei. Da muss Brandenburg einen Fehler gemacht haben, denn auf dem letzten Messpunkt war er noch 19. vorn. Musio damit jetzt in die Top 10 aufgerückt, aber Brandenburg direkt an ihm dran. Und da gibt es eine ganz harte Auseinandersetzung zwischen Marcel Heck und Rainer Ebner. Die sind jetzt direkt nebeneinander. Carlos Zydorek schaut sich das aus der Loge an. Und ist richtig spät auf der Bremse. Und jetzt knallt es nochmal. Na gut, es bleibt bei ein paar Lackpartikeln, die da ausgetauscht werden. Natürlich versucht er sich da mit seinem Mercedes jetzt so breit wie möglich zu machen. Und das ist der Versuch von Zydorek. Der hat aber nicht genug Topspeed. Jetzt sehen wir da den Windschatten-Effekt und das ist jetzt der Versuch, sich da zu revanchieren und das ist arg spät. Geht jetzt sehr, sehr quer, aber kommt nicht wieder pünktlich auf die Linie zurück, um jetzt hier innen zu sein. Gut, den Versuch war es mal wert. Da in Turn 1 kann man sich sowas erlauben. So oft sollte man das aber aufgrund der Reifenhaltbarkeit heute nicht machen. Oh, Heck hat da Untersteuern in Turn 3, wo man eigentlich nur mehr voll durchfährt. Nochmal der Versuch jetzt, geht aber nicht. Dahinter versuchte Mirko Wenzel auch gerade mal Zydorek zu attackieren, das hat aber auch nicht funktioniert. Mike Horns Aufholjagd ist hier erstmal zum Stillstand gekommen auf der 17. Position. Nach diesem fantastischen Start hat jetzt nichts mehr weiter aufholen können. Kommt aber sehr gut in dieser Gruppe mit.
Dann hat er noch Silvio Striezer hinter sich. Der Spieß ganz einsam unterwegs. Veit Vogel im Kampf mit Matthias Hartmann. Der fährt sich wieder nach vorne. Dann Frank Schulte-Loh und Julian Kunze. Zwei von den ganz Schnellen, die sich jetzt wieder nach vorne arbeiten müssen. Kunze heute wahrscheinlich noch ein Stück schneller. So, hier geht's weiter. Thomas König im Angriff auf Mirko Wenzel. Der immer noch von Zydorek hier blockiert wird, wo es geht. Das hat der Carlos Zydorek gerade aber richtig clever gemacht. Ist da mal so vom Gas gegangen, dass er die Innenbahn besetzen konnte, damit da kein anderer reinzieht. Und der Mirko Wenzel ist ihm dadurch draufgefahren. War schon eine linke Nummer. Aber das war natürlich in der Situation mal richtig clever gemacht. Na, Wenzel scheint ein bisschen mehr Topspeed zu haben. Ich glaube, Zydorek hat ein bisschen viele Lappen auf dem Eckflügel. Und jetzt hat er sich verbremst und das nutzt Wenzel aus. Da setzt sich also der Gamma Phi Ferrari diesmal durch. Und der andere hat sich auch durchgesetzt. Rainer Ebner fährt jetzt vor Marcel Heck. Da geht's weiter. Jetzt gibt's einen Angriff auf Thomas König seitens Mike Horn. Der zurückstecken muss. Kurzer Blick an die Spitze, da ist es nämlich auch wieder ganz eng, 0,3 und wir sehen, dass die beiden sich einen kleinen Vorsprung rausgefahren haben auf Stefan Möbus. Konitzny und Brandenburg. Moment, das Save the Ring SRSG Team richtig stark. Die sind in dieser Saison unglaublich gut aufgelegt und liegen auch hier wieder auf den Plätzen 1 und 5. Also die haben einen richtigen Anlauf auf die Teammeisterschaft dieses Jahr. Sascha Brandenburg hat seine Angriffe auf Marek Musio fürs erste Mal eingestellt. Auch da hatten wir ja gerade schon gesehen, dass der richtig nah dran war, einmal im Vordergrund. Und Marcel Heck bremst gerade mit zwei Rädern da auf Gras dann Körb an. Und er ist schon mächtig am Rudern. Die Hälfte des ersten Stints ist vorbei. 20 Minuten sind gefahren, ein Viertel der Renndistanz ist absolviert und jetzt werden die Reifen zum ersten Mal so richtig ein Thema. Brandenburg ist richtig heiß jetzt auf die Führung. Jetzt aber weiter weg. Und zurück zu dieser munteren Truppe hier. Da ist ja richtig was los. Ja, in dem Umlauf scheint es aber keine weiteren Angriffe zu geben. Schauen wir dahinter. Hartmann, Kunze, Schulte-Loh. Was macht dieses Paket? Hartmann greift jetzt gleich Veit Vogel an. Ist innen daneben und Vogel hat das gesehen, hat die Lenkung aufgemacht. War sehr gut mitgearbeitet und oh, jetzt tut er sich weg, fangt es wieder ein. Ja, das hat jetzt natürlich Schwung gekostet, das kann ihn noch weitere Positionen kosten. Ich denke mal, den Schulte-Loh wird er jetzt ziemlich bereitwillig vorbeilassen. Bei SD Elsinger bin ich mir aber nicht so sicher. Und der Ahne nutzt es mit aus, ist aber glaube ich zu spät. Nein, er kriegt es rein in die Kurve. Und auch Julian Kunze geht noch vorbei. Boah, hilft da noch mal ein bisschen mit rabiaten Methoden nach. Da war jetzt, glaube ich, Veit Vogel ein bisschen zu generös am Ende der Geraden. Ein bisschen zu früh vom Gas gegangen. Und da haben die anderen das auch noch gleich mit ausnutzen können. So, Kunze schnappt sich jetzt Elsinger. So, und jetzt haben wir die drei Aufholkandidaten direkt hintereinander. Hartmann, Schulte-Loh und Kunze. Bin mir auch ziemlich sicher, dass sich Kunze da jetzt noch ranfahren wird, wenn nicht die Reifen schon einbrechen. Aber Julian Kunze hat das natürlich mittlerweile, er fährt jetzt den M3 ja auch schon etwas länger, sicherlich ganz gut gemanagt. Weiß, was er da tun muss. Eko Wenzel klebt im Heck von Heck. Ah, das ist keine orthodoxe Linie da von Marcel Heck. Der versucht jetzt nochmal mit Spätbremsen. Jetzt hat er wieder untersteuern. Ja, mit seiner Fahrweise nimmt er natürlich die Reifen unglaublich ran. Und da vorne jagt einer den Motor hoch. Ah, Sascha Brandenburg. Da ist wohl jetzt das Ferrari-Aggregat am Limit. Das war noch kein Motorschaden. Das war nur mal so ein Qualm, wie wir es auch im Qualifying gerade gesehen haben. Und jetzt versucht das Wenzel über die Außenbahn. Und das ist in der Kurve eigentlich nicht eine gute Idee.
Reicht also nicht. Jetzt muss er eher aufpassen gegen Carlos Zydorek, der wesentlich besser aus der Kurve rausgekommen ist. So, jetzt gleichen sich die Geschwindigkeiten so ein bisschen an, weil der Game of the Ferrari geradeaus ein kleines bisschen besser läuft. Aber Zydorek ist richtig spät dran hier und kriegt jetzt den Stoß. Da gab es eine Berührung. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wer ist da in wen reingefahren? Ist da Zydorek reingezogen? Sah aus seiner Onboard-Perspektive eigentlich nicht so aus. Und Wenzel geht jetzt auch an Heck vorbei. Also Heck war da wieder wahrscheinlich mit dem Quersteher. Na gut, aber da könnte jetzt Wenzel noch Ärger bekommen. Wir haben es jetzt leider aus der falschen Kameraperspektive gesehen. Oh, Marcel Heck, der ist aber hier nicht da. Er will diesen Platz endgültig abzugeben und da gibt es einen Fehler von Wenzel. Und jetzt ist es Hartmann, König. Und der wird von Heck jetzt gerade rausgeschickt. Und jetzt haben sie es hier ein bisschen zu bunt getrieben. Marcel Heck zieht den allerkürzesten in dieser Situation, aber auch Thomas König geht zurück. Mike Horn und Silvio Strickler bedanken sich. Und Wenzel jetzt plötzlich ein Riesenproblem, kann kaum mehr eine Kurve hier fahren. Hat er da etwa einen Schaden genommen bei der Aktion gerade, als es da die Kollision mit Zydorek gegeben hat? Also drei Fahrer, die jetzt innerhalb von einer halben Runde richtig zurückgefallen sind. Und damit drei Positionen hier für alle. Mike Horn ist jetzt statt 17. plötzlich 14. und Silvio Strickler 15. DK ist aus der Situation noch am besten rausgekommen. Marcel Heck ist hinter Andreas Spieß zurückgefallen und Zydorek ist noch dahinter. Und dann kommt auch schon das Dreierpaket Hartmann, Schulte, Loh, Kunze dahinter. Also da würde ich mal sagen, alles so bis Mirko Wenzel ist für die noch drin. Mindestens. Also zurück an die Spitze. Oh, was ist hier passiert? Sven Brandenburg ist plötzlich nur mehr Dritter. Der muss einen Fehler gemacht haben und hat sich genau zwischen Möbus und Strohmann gezogen. Macht jetzt noch einen Fehler und jetzt ist er auch noch hinter Strohmann. Da hat das Rad blockiert. Zu viel Bremsbalance auf der Vorderachse. Weit gerutscht in Turn 4. So, und jetzt also ist Strohmann damit Dritter und Brandenburg nur mehr auf der vierten Position. Damit ist jetzt natürlich sein Schuss in Richtung Konitzny mit eventuellen Strategiemöglichkeiten erst einmal aufgebraucht. Von der vierten Position aus muss er sich keine Illusionen machen, dass er damit die Spitze übernimmt. Und Konitzny hat plötzlich einen Vorsprung von 3 Sekunden auf den zweitplatzierten Möbus. Markus Rösch hält hier eine Gruppe zusammen. Jens Fey, PJ Hoekstra und Laurin Heinrich. Die haben ihre Boxkämpfe erstmal eingestellt. Jetzt ist Markus Rösch hier so ein bisschen der Pfropfen, der das alles da blockiert. Daniel Merget ist nicht allzu weit weg. Erst dahinter gibt es dann einen Abriss zu Marek Musiol und Merget auch schon absolut quer. Roman zeigt sich mal gegen Möbus. Bislang allerdings fährt er das ganze Rennen hinter ihm her. Also Stefan Möbus macht das da recht clever. Auf der zweiten Position mit dem Mercedes SLS AMG GT3-Fahrzeug, das hier auf GT1-Stand gebracht worden ist. Das ist ganz schön spät, Herr Strohmann. Führt aber ins Nichts. Möbus deckt alles ab. Wir sehen sehr viel Bewegung in den Fahrzeugen, ganz einfach, weil die Reifen völlig über dem Limit sind bei diesen Temperaturen. Es fallen völlig aus dem Temperaturfenster oben raus und schmieren dann, und das sehen wir hier auch in der Anbremsphase bei Möbus wieder, so ganz leichte Bewegung im Fahrzeug, das sehen wir sonst selten. Man könnte hier natürlich wesentlich schneller fahren, aber bei 42 Grad Streckentemperatur geht das einfach nicht mehr, weil die Reifen so um die 120 Grad jetzt wahrscheinlich haben. Ja, PJ Hoekstra und Jens Fey
Die beiden besten Kumpels aus dem LDK-Team. Jetzt geht es natürlich da um eine Menge Stolz, aber im Moment muss sich PJ eher mal wieder auf Laurin Heinrich konzentrieren, der so langsam Interesse zeigt, diesen Kampf wieder aufleben zu lassen. So, und oh, was macht denn Heinrich da? Da hat er vor lauter PJ gar nicht mehr gesehen, dass er gerade neben die Strecke gefahren ist und irgendwo war dieses Asphaltband zu Ende und da kam ein bisschen Wiese. Hat jetzt aber für keinerlei Probleme gesorgt. Wie hat sich das jetzt erstmal beruhigt? Wie sieht's weiter hinten aus? Wo sind unsere Aufholkandidaten? Da ist Julian Kunze mittlerweile. Oder? Moment, den Schulte-Loh, doch den Schulte-Loh hat er noch vor sich. Also sie sind jetzt bei Marcel. Schulte los, schon vorbei. Kunze versucht es jetzt. Heck nochmal mit einer Verzweiflungstat. Oh, der hat's aber. Also der fährt hier mehr Rallycross. Also das ist ja teilweise WRC-Style hier. Sollte man nicht unbedingt bei 42 Grad Strecke machen. Das können einem die Reifen irgendwann richtig übel nehmen. Und das ist bei Marcel Heck eigentlich schon der Fall. Wir sehen das hier, der hat überhaupt gar nicht mehr den Grip, um auch nur irgendwie halbwegs gegen Kunze gegenzuhalten. Der hier den Platz jetzt gut macht. Der Dach und Motorhaube nicht voneinander zu unterscheiden. Optisch ergibt das Bild für manche jetzt überhaupt gar keinen Sinn, was wir hier sehen. Also dieser schwarze Halbmond da, der ist die Windschutzscheibe. Das Weiße da vorne ist eine Etage tiefer. Das ist das, wo wir gerade oben drauf gesessen haben. Ja, also Marcel Heck, der wird den Boxenstopp herbeisehnen. Und das tut, glaube ich, auch Frank Lehmann. Der ist jetzt ganz, ganz ans Ende zurückgefallen. Sogar noch hinter Klaus Zatti. Da wird wahrscheinlich mit den Reifen mittlerweile auch nichts mehr gehen. Dem wuchtigen Camaro. So, und Stefan Möbus hält sich hier immer noch vorne. Aber wie lange jetzt noch? Dem Strohmann gibt alles. Sven Brandenburg will profitieren. Jetzt eine Chance für Strohmann. Strohmann innen daneben. Strohmann vorbei. Kann er die Linie halten? Ja, kann er. Kim Strohmann übernimmt den zweiten Platz. Und jetzt will natürlich Brandenburg möglichst schnell da ebenfalls vorbei an Stefan Möbus. Damit der Strohmann nicht entwischt. Aber Möbus wird sich gegen ihn genauso verteidigen wie gegen den Gemoffi-Piloten. Und da ist erstmal keine Chance für ein Überholmanöver. Brandenburg ganz viel Schwung mitzunehmen. Jetzt auf den Pin treten, aber wo ist denn der Schwung abgeblieben? Manchmal geht das einfach nicht auf dieser Plan. Wir sehen, dass wir die jetzt selbst schon in Turn 3 teilweise am Limit sind. Oh, Möbus, das ist zu spät. Jetzt hat Möbus einen Fehler gemacht. Jetzt die große Chance für Brandenburg. Aber da ist einfach nicht mehr genug Traktion in dem Ferrari. Ah, das gibt's doch nicht. Das wird nichts werden außenrum. Oh, da will er sich in den Hintern beißen, dass er das nicht ausnutzen konnte. Da musste er natürlich den Radius dann geringer werden lassen für die Kurve, um da innen vorbeifahren zu können. Und genau da ist ihm das Heck dann wieder ein bisschen weggegangen. Den Reifen, die ja sowieso jeden Grenzbereich mittlerweile verlassen haben, was die Temperatur angeht. 33 Minuten jetzt gefahren. Man kann über einen Boxenstopp jetzt nachdenken, aber natürlich will bei diesen Temperaturen auch keiner den Stint zu lang werden lassen, den zweiten Stint. Da muss man den Boxenstopp zwangsläufig ziemlich dicht in Richtung Rennmitte legen. Aber wie dicht, das ist jetzt die Frage. Wir wissen, dass Brandenburg gerne einer ist, der mal zuerst an die Box geht, den kurzfristigen Vorteil mitnimmt, Track Position gewinnt und dann versucht im zweiten Stint am Ende mit alten Reifen die anderen hinter sich zu halten. Das ist schon das ein oder andere Mal aufgegangen. Ab und an ist das auch mal in die Hose gegangen. Aber der ist eigentlich so immer der Erste, der reinkommt. Und so quer, wie er da gerade aus der Box, aus der Kurve abgebogen ist. Ja, und genauso ist das auch jetzt wieder. So quer, wie der gerade schon gefahren ist, war das ein sicheres Anzeichen dafür, dass er was vorhat. Kommt noch einer rein. Zumindest hier erstmal nicht. Also Brandenburg der Erste. Wir konstatieren nach 34 Minuten.
Dann müssen wir schauen, wo er rauskommt. Die ganz große Gefahr natürlich, wenn man so früh reinkommt, ist, dass man im hinteren Feld wieder rauskommt und dann mitten im Verkehr steckt. Dann geht der Schuss völlig nach hinten los. Zum Glück für ihn ist das eine Strecke, auf der man ganz gut überholen kann. Konieczny mittlerweile über die 2-Minuten-Grenze gefallen. Zur Erinnerung mal die schnellste Runde. Diesmal geschlagene 2 Sekunden schneller. Das heißt also, dass Brandenburg jetzt auch gleich wieder 2 Sekunden schneller fahren kann und damit ist sogar Kim Strohmann gefährdet. Der müsste jetzt also sofort reagieren auf den Boxenstopp. Jetzt schauen wir mal, wo der da wieder rauskommt. Dann Müller, Marcel Heck und Schulte Loh drin. Hier kommt Brandenburg wieder raus. Ja, und der Schwanz des Feldes ist schon durch. Oder, na, nicht ganz, da kommt noch Frank Lehmann, vor dem kommt er aber wieder raus. Also er kann die Reifen jetzt optimal nutzen. Das ist schon mal aufgegangen für Sven Brandenburg. Also Strohmann, selbes Auto. Stefan Möbus fährt den Mercedes SLS. Der ist auch noch so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt hier, was die Spritmenge angeht. Von der Corvette wissen wir, dass die etwas kürzer steht als der Ferrari. Der ist nämlich nicht gerade so spritsparend. Mal direkt Einspritzung hin oder her. Der Verbrauchswert, über den das hier determiniert wird, ist da relativ hoch bei diesem Fahrzeug. Da hat Konieczny mit der Corvette ein paar Vorteile. Er kommt jetzt rein. So, ich denke mal, jetzt wird es hier gleich richtig losgehen. Strohmann kommt ebenfalls. Möbus fährt weiter. Rösch rein. Das kann Möbus jetzt natürlich ordentlich Positionen kosten. So, wer kommt jetzt also alles? Mal diese gesamte Truppe hier. Ah, nee, gar nicht mal. Da sehen wir doch die LDK-Piloten noch weiterfahren und Marek Musio ebenfalls. Das sind also nur die beiden SRSG-Piloten und dann der Ferrari von Kim Strohmann. Laurin Heinrich also ebenfalls jetzt an die Box und von hinten kommen noch ein paar. Wenn einer anfängt, müssen alle anderen nachziehen. Und jetzt schauen wir, wo ist Sven Brandenburg? Der kommt hier. Bremst jetzt die letzte Kurve an. Und dann werden wir sehen, ob er sogar an Kim Strohmann vorbeikommt. Also den Möbus hat er jetzt eigentlich schon kassiert. Jetzt ist die Frage, wie geht das mit Kim Strohmann aus? Kommt jetzt also hier an und jetzt schauen wir mal, ist Strohmann da schon aus der Box rausgefahren? Da kommen mehrere Autos. Das war Markus Röhr. Strohmann ist davor. Strohmann ist vor Brandenburg geblieben. Den hat er nicht erwischt. Das war sogar richtig knapp mit Markus Rösch. Da hat ihn jetzt nur diese Runde früher gerettet. Denn Rösch, der steht mit der Corvette etwas kürzer als der Ferrari. Laurin Heinrich, der stand wieder am längsten mit dem Pagani. Das ist bekannt. Da muss der sich auch gar keine Illusionen machen, dass er irgendwie an dieser Gruppe da vorbeikommt. Jetzt zwischenzeitlich mal auf den Plätzen 2 bis 5 liegt. 2 bis 4. Daniel Merget, der könnte natürlich jetzt an Laurin Heinrich vorbeigehen, der war ja dahinter und der hat sich da richtig rangefahren an diese Gruppe mittlerweile. Und Möbus ist jetzt richtig langsam geworden, da haben sogar Fei und Konsorten aufgeholt, der geht jetzt also rein, der Inside-Paddock-Pilot. Jetzt müssten sie eigentlich alle kommen. 38 Minuten, Merget fährt noch weiter, das könnte jetzt Heinrich retten. Natürlich werden jetzt diese unterschiedlichen Runden sich dann irgendwann bemerkbar machen, aber das wird erst ganz am Ende des Rennens der Fall sein. Merget wird dann die frischsten Reifen haben. Die, die jetzt reinkommen, haben dann etwas frischere Reifen, aber das ist dann wirklich für die allerletzten Runden erst. Kurzfristig gewinnen halt diejenigen, die jetzt zuerst reinkommen, die diesen Undercut machen. Brandenburg also jetzt mit den ältesten Reifen. Das macht sich jetzt noch überhaupt nicht bemerkbar. Also jetzt werden wir erstmal die ersten 20 Minuten hier keine großen Unterschiede sehen und dann irgendwann wird das ins Spiel kommen. Und jetzt schauen wir mal. Ich denke mal, dass die beide jetzt eigentlich an Möbus vorbeikommen müssten. 1,57 gibt es die Strecke jetzt her. Sven Brandenburg 57,6 und wir sehen, die gehen alle an Stefan Möbus vorbei, der erst hinter Markus Rösch wieder rauskommt. Und selbst Laurin Heinrich könnte hier sogar die Aston Martin-Fraktion jetzt attackieren. Der kommt da von außen mit Überschuss an, kriegt da einen von den beiden. Der ist nämlich noch innen.
Könnte aufgehen. Ja, er hat einen überwunden. Oh, sensationell. Der macht mit dem Pagani beim Boxenstopp einen Platz gut. Das ist ja fast ein historischer Moment, den wir hier gerade sehen. Da sehen wir, was dieser Undercut gebracht hat, wie sehr die Reifen runter waren. Oh, jetzt hat er auch noch fast versucht, hier den anderen zu attackieren, sprich Jens Fay. Aber der hält sich vorn. Muss ich jetzt ganz schnell wieder dran gewöhnen, dass das Fahrzeug zackiger reagiert. Heinrich hat da jetzt natürlich schon ein, zwei Runden Erfahrung mit. Der hat sich da längst dran gewöhnt. Das zeichnet natürlich einen guten Fahrer aus, dass der das jetzt sofort abrufen kann, das Potenzial dieser Reifen, und nicht erst eine Runde braucht, um auf Tempo zu kommen. Aber das macht Jens Fay hier gerade richtig gut. Das Problem für Heinrich ist jetzt einfach, wenn er hier in den Kurven nicht vorbeikommt, dann kann er auf der Geraden ganz schnell von PJ kassiert werden. Das harte Los der Pagani-Piloten. Gilt nach wie vor, dass dieses Fahrzeug als das schnellste im Feld gilt, aber eben nur, wenn es freie Fahrt hat. So, M&M sind da noch vorne, Merget und Musiol. Merget jetzt gerade reingekommen, Musiol fährt immer noch weiter, der fährt jetzt auch noch über die Hälfte des Rennens hinaus. Das ist immer ein riskantes Spiel, denn so droht er jetzt natürlich auch noch hinter diese gesamte Mittelfeldgruppe zurückzufallen. Oder, nee, ist auch drin, wurde uns nur nicht angezeigt. Damit haben wir jetzt gleich ein vollständig bereinigtes Klassement. Riesenabriss hinter PJ Hoekstra. Kommt jetzt Daniel Merget raus, um das Loch so ein bisschen aufzufüllen. Marek Musiol müsste, genau, der kommt jetzt dahinter, aber da kommt Sascha Brandenburg. Der Ford GT ist sehr spritsparend und deshalb reicht das für Musiol, obwohl Brandenburg mehrere Runden früher drin war. Unser hat beim Boxenstopp auch was gut gemacht und fährt weiter schnellste Runden. Ist aber nicht an Hartmann vorbeigekommen. Wohl aber wahrscheinlich an Schulte-Loh. Ja, Schulte-Loh scheint irgendwo dahinter zu sein. Ja, da ist er. Den hat es aber zurückgeworfen. Marcel Heck fährt auch mit den neuen Reifen schon wieder quer. Da, spektakulär. Nur damit wird er natürlich nicht viel tun, diese Reifen jetzt irgendwie für die Distanz haltbar zu machen. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Gewinner also der Boxenstoppphase, wenig überraschend, Markus Rösch, ist vorbei an Stefan Möbus und hat jetzt sogar noch die Möglichkeit, vielleicht die beiden Ferraris da vorne zu ärgern. Stefan Konitzny musste sich im ersten Stint ja lange Zeit Sven Brandenburg erwehren, hatte dann einen Vorsprung dadurch bekommen, dass Brandenburg da rausgefallen ist. Jetzt ist allerdings dieser Bremsklotz Stefan Möbus da rausgefallen und dadurch kann Konitzny jetzt nicht mehr darauf vertrauen, dass da einer hinten alles beisammen hält. Der wird jetzt also von Anfang an attackieren müssen und wir werden diesen Abstand jetzt mal beobachten, da der derzeit 2,6 Sekunden beträgt. Das war vor dem Boxenstopp 3. DJ Hoekstra hat Probleme auf dem neuen Reifensatz hier momentan die richtige Geschwindigkeit zu finden. Da sind Fay und Heinrich vor ihm deutlich schneller. Kann auch sein, dass er versucht, die Reifen zu schonen und gegen Ende des Rennens nochmal zuzuschlagen. Hier erstmal jeder für sich. Erst da hinten geht's dann zur Sache. Kunze mittlerweile vorbei an... Ah ne, Moment, das war nicht Matthias Hartmann, das war Thomas König, hinter dem er da festgegangen ist. Also der hat hier schon durchaus seine zwei Kollegen jetzt weit hinter sich gelassen, mit denen er sich da durch das Feld fahren wollte und ist immer noch dabei, ihr richtig aufzuholen. Ja mein Gott, was wäre denn da ohne den Dreher für ihn möglich gewesen? Immer noch hat er die Gelegenheit, alles bis Marek Musiol hier einzuholen. Der ist nämlich nur 12 Sekunden von ihm weg. Da
hat er den Neuling vor sich, Andreas Spieß, der sich hier wirklich bislang richtig gut verkauft für seinen ersten Einsatz. Zumindest Kunze mal in den Kurven nicht durchlässt. Natürlich wird es gleich dann wahrscheinlich in der letzten Kurve passieren. Marcel Heck hat schon wieder mit den Kandidaten dahinter zu tun. Carlos Zydorek, oh, der muss einen katastrophalen Boxenstopp gehabt haben. Frank Schulte-Loh zurückgefallen. Für Klaus Zatti ist das ein gelaufener. Also Fanatec DTMR fällt kollektiv aus. Ein Team, was ja in den GTA 2 Serien sehr dominant auftritt. Und das ist nicht dominant. Also, oh nein, jetzt dreht er sich auch noch raus. Da ist er nämlich noch mit dem Hinterrad auf den Rasen gekommen. Carlos Zydorek. Und jetzt fällt er noch weiter zurück. So, Kunze geht jetzt auf der Geraden vorbei. Das ist gegen den Pagani eine recht leichte Übung. Nächster auf der Liste ist dann Silvio Striegler. Soweit war er ja schon mal, Julian Kunze. Dann kam da Silvio Striegler. Den hat er attackiert. Striegler hat allerdings gekontert. Und dann wollte er dafür Turn 2 nochmal nebenkommen mit einem kleinen Zwischensprint und hat sich dabei weggedreht. Jetzt hat er also quasi das aufgeholt, was er durch den Dreher verloren hat. Die Gruppe hat sich beim Boxenstopp in Wohlgefallen aufgelöst. Da ist jetzt nur mehr Rainer Ebner übrig geblieben mit Mike Horn. Dann großer Abriss zu Mirko Wenzel. Dann Silvio Striegler und dann also Julian Kunze. Und ich sag mal, alles hier bis zu Marek Musiul ist da für Kunze noch drin. Davor sind die zu weit weg. Da ist eine Lücke, die bald die 10-Sekunden-Marke erreicht. So, und Laurin Heinrich schnort hier gerade Windschatten von Jens Fey, kann ihn aber nicht wirklich attackieren. Er muss versuchen, zumindest mal dran zu bleiben. Jetzt hat er natürlich einen ausgezeichneten Windschatten, aber wir sehen das, selbst da zieht der Aston Martin noch leicht weg. Wie groß ist der Bremsvorteil? Er ist nicht vorhanden. Ja, und da kann man natürlich da nichts machen. In Kurven wird Laurin Heinrich seinen Vorteil nicht ausspielen können. Trotz allem bleibt Jens Fey, obwohl er so unter Druck steht, recht gut an Stefan Möbus dran. Und der macht auch zurzeit keine Anstalten, da irgendwie in Richtung Markus Rösch zu fahren. Der seinerseits hat einen ziemlich stationären Abstand zu Sven Brandenburg. Kim Strohmann allerdings, der fährt sich so ganz langsam da in Richtung Stefan Kunitzny. Der kommt von Brandenburg weg und wird jetzt wohl auf Sieg gehen. Denn er feilt diesen Abstand da sukzessive ab. Langsam aber stetig, Zehnte für Zehnte, kämpft er sich ran. Und das könnte noch durchaus spannend werden. Und Markus Rösch ist im Dreck. Markus Rösch gibt Position um Position her. Jetzt ist er schon Siebter und da könnte auch noch PJ Hoekstra vorbeigehen. Oh, für PJ jetzt ärgerlich, dass er da nicht am Heck von Laurin Heinrich bleiben konnte. Sonst wäre er da wahrscheinlich jetzt noch vorbeigegangen. So wird Markus Rösch es... Oh, so schafft das aber nicht. So, jetzt schafft das aber. Geradeaus hat die Corvette genug Bums, um den Aston Martin in die Schranken zu verweisen. Da sehen wir das. Aber das ist natürlich ein kostspieliger Fehler. Oh, BJ versucht es nochmal. Rösch sieht das. Jetzt gleich nochmal die Innenbahn. Deshalb lässt er den Holländer da auch gewähren. Jetzt weiß er, ist er innen. Jetzt kann er sich da durchsetzen. Ist ein fairer Sportsmann. Lässt immer
dem Gegner den nötigen Raum zum Überleben. Und das ist Marek Musiul, der raus ist. Musiul raus aus dem Rennen. Wahrscheinlich auch da das Bild eingefroren. Also kein äußerst befriedigender Tag für den Ex-Meister. Und PJ mit viel Schwung versucht das da jetzt, aber es reicht trotzdem nicht. Aber das war mal ein interessanter Versuch. Da hätte er nicht so gebummelt, wäre er auch noch durchgekommen. Bei Markus Röhrchen geht es natürlich um die Teamwertung. Da ist das Save the Ring SRSG-Team ja richtig gut platziert. No Limit wird heute einen ordentlichen Rückschlag erleben. Und das gleiche gilt natürlich für Inside Paddock. Die haben beide einen Fahrer verloren. Das heißt also, das ist hier wirklich eine gute Situation jetzt für SRSG Save the Ring. Aber Markus Rösch kann das Auto überhaupt nicht mehr auf der Strecke halten. Was ist denn da los? Zweimal in Folge jetzt derselbe Fehler. Und zuvor hat er schon da dem PJ das Leben richtig schwer gemacht. So, jetzt kann er erstmal nicht mehr tiefer fallen. Jetzt vielleicht mal ein, zwei Runden durchatmen. Jetzt hat er auch keinen Kampf, den er zu führen hat. Da sind es plötzlich nur noch die Plätze 1 und 9. Für die grün-weißen Korvetten. Für das uralte Modell. Und Laurin Heinrich gegen Jens 2. Er ist einmal vorbeigekommen. Laurin Heinrich ist vorbei. Das heißt also, da hat er jetzt fast auf einen Schlag zwei Plätze mit gut gemacht. Denn er hat ja auch einen von Markus Rösch bekommen. In der letzten Runde. Und jetzt hat er also Jens Fey überwunden und macht sich auf in Richtung Stefan Möbus. Stefan Konitzny ist aufgewacht. Hat das wohl gesehen, dass der Abstand da unter 2 Sekunden gerutscht ist. Und jetzt versucht er ihn auf dieser Marke erstmal konstant zu halten. Konnte also wohl doch noch ein paar Kohlen nachlegen. Vielleicht auch ein bisschen reifenschonend erstmal gefahren. Denn das Reifenmaterial muss man sich hier wirklich einteilen. Gerade da der zweite Stint ja nochmal eine kleine Ecke länger ist als der erste. Da man aufgrund des Undercut-Effekts ja vor der Rennhälfte reinkommt. Der Laurin Heinrich. Jetzt ist er schon dran an Stefan Möbus. Der fliegt ja hier förmlich. Der hat natürlich richtig unter seinem schlechten Qualifying gelitten. Irgendwas ist da auf seiner schnellen Runde nicht so ganz richtig gelaufen. Julian Kunze hat unterdessen Silvio Strieter kassiert. Nächstes Opfer ist dann Mirko Wenzel. Und davor ist dann erstmal ein größeres Loch zu der Gruppe von Sascha Brandenburg bis Mike Horn. Kunze fährt sogar schneller als die Spitze. Also 36,6. Können wir uns mal merken, diesen Wert. Er wird natürlich immer wieder durch Verkehr dann zurückgeworfen. Aber der hätte heute die Pace zum Sieg auf jeden Fall gehabt. Nur dummerweise hatte er PJ abgeräumt, als er da auf der Innenbahn in Barcelona irgendwo völlig seinen Bremsmarker nicht gesehen hat, weil er halt im Startgetümmel war. Er hat es völlig verpasst und ist dann natürlich voll auf PJ draufgefahren. Hat sich auch direkt dafür entschuldigt. Er hat da gar nicht erst nach Ausflüchten gesucht. Das alles auf seine Kappe genommen. Hat jetzt die bittere Pille geschluckt und jetzt macht er das Beste draus. Der ist jetzt schon dran an Mirko Wenzel. Kriegt er den sogar jetzt schon? Ja, Wenzel macht auch ziemlich bereitwillig Platz. Und Frank Schulte-Loh. Ah, Schulte-Loh, schade. War ein vielversprechendes Rennen zu Beginn. Dann hat er irgendwann diesen Fehler da oben drin gehabt. Und jetzt ist es komplett vorbei. So, jetzt kann Kunze wirklich mal richtig frei fahren und schauen wir mal, wie sich dann der Abstand da nach vorne entwickeln wird.
Und Konitzin hat die Führung verloren. Stefan Konitzin an derselben Stelle wie Markus Rösch. Ja, gibt's das denn? Sollen wir das jetzt hier in SRSG-Kurve umbenennen? Was ist denn da los mit Stefan Konitzin? Kriegt er zumindest Brandenburg jetzt noch? Oh, Brandenburg ganz spät auf der Bremse. Versucht das jetzt hier reinzuhalten. Slidet in die Kurve rein und hält Markus Rösch fürs Erste auf Distanz. Aber jetzt nochmal die Corvette. Aber jetzt muss es der Motor richten. Denn wenn Brandenburg jetzt in der Bremszone vor ist, sehe ich kaum eine Chance für Konitzin, diesen Platz nochmal zurückzubekommen. Er versucht es jetzt mit aller Gewalt, aber Brandenburg kann jetzt später bremsen mit dem Ferrari. Und das reicht, das kostet zwei Plätze den Stefan Konitzin, diese Aktion da oben in Turn 14. Das wäre heute alles längst kein Thema mehr mit den asphaltierten Auslaufzonen, hätte die Spitze so behalten. Kann man sich dann auch mal die Sinnfrage nach diesen asphaltierten Auslaufzonen stellen. Hier wurde der Fehler gnadenlos bestraft. Und Konitzin hat gleich zwei Positionen verloren. Eine Asphaltzone wäre einfach neben der Strecke weitergefahren, hätte die Führung behalten. Vielleicht ein, zwei Zehntel dadurch verloren. Hier ist es richtig teuer. Das ist eine uralte Variante dieser Strecke, die stammt noch aus Grand Prix 4. Ja, ganz richtig. Und das ist eine Simulation aus dem Jahre 2002. Auch das zeigt, wie lange da eigentlich der technische Fortschritt in den Rennsimulationen, zumindest mal was die grafische Ebene angeht, stecken geblieben ist. Jetzt natürlich mit diesen Simulationen der neuesten Generation, die allerdings allesamt noch nicht ligatauglich sind, sieht das natürlich schon mal wesentlich angenehmer aus, aber bislang gibt es keine Möglichkeit, das Ganze richtig im Ligabetrieb aufzuziehen. Und Laurin Heinrich versucht es jetzt hier über einen ganz langen Weg, das geht aber nicht. Da hat er jetzt natürlich mit Stefan Möbus den Sparringspartner, der mal von der ganz harten Sorte ist. Also den zu überholen ist gar nicht einfach. Kim Strohmann hat das den ganzen ersten Stint nicht geschafft. Oh, jetzt aber was für ein Bremspunkt hier von Laurin Heinrich. Dort in der Kurve geht das. Da kann man sehr tief reinrutschen. Das ist natürlich seine einzige Möglichkeit mit dem Pagani. So eine Aktion in Turn 1 wäre vielleicht sogar erfolgversprechend, aber dafür ist er jetzt noch ein paar Fahrzeuglängen zu weit weg. Sein Problem natürlich jetzt, wenn der Möbus da in den Kampf verwickelt, ist ganz schnell Jens Fay wieder da. Der sich da hinten schon so langsam wie ein Aasgeier in Position bringt. In Erwartung, dass er die beiden auf einen Schlag kriegt, wenn da vorne was schief geht. Wir nähern uns der 1-Stunden-Marke, sprich drei Viertel wären dann gefahren. Dann wäre dieser Stint zur Hälfte vorbei und die Reifen werden so langsam zum Thema. Und auch was unsere prognostizierte Renndistanz angeht. Wir sind jetzt in der 29. Runde unterwegs. Da werden wir dann also auch gleich die Dreiviertelmarke knacken. Ja, und wieder sehen wir den Vorteil des Pagani auf der Bremse. Aber wenn der Gegner Kampflinie fährt, ist es natürlich richtig schwierig, das auszunutzen. Jetzt nochmal der Versuch, jetzt nach innen zu kommen. Aber Stefan Möbus deckt das alles wieder ab. Jetzt muss er einen ganz langen Weg nehmen. Das geht sogar mit dem Pagani. Versucht es. Möbus geht hier fast weg. Und Laurin Heinrich halb über den Körb, halb auf dem Rasen, holt sich den Platz über die Außenbahn in Turn 11. Was für ein Manöver von Laurin Heinrich. Ja, der ist ja heute in einer Verfassung. Jetzt aber aufpassen, dass er da nicht zu weit aufmacht. Und er macht zu weit auf. Stefan Möbus kriegt die Chance, da nochmal reinzustechen. Und Jens Fay ist jetzt auch da. Aber er hat nicht die Möglichkeit bekommen, da irgendwas aufzusammeln. Trotzdem, jetzt nochmal. Man schaue sich mal diesen Überschuss an, den er da aufbaut. Aber jetzt eine Bremszone. Ist der Pagani wieder besser? Pech für Heinrich. Da kommt nochmal eine Gerade. Und da wird sich jetzt natürlich der Mercedes drauf stürzen. So, Möbus wird allerdings hier gerade schon so weit nach links rüber gedrängt. Also der muss jetzt vor der Bremszone schon vorne sein. Wie weit kann er sich jetzt nach vorne schieben? Oh, ist das ein Überschuss, den er da hat. Heinrich gibt es nicht auf, ist immer noch da. Muss jetzt aber schnell nach vorne kommen. Und Möbus hat einen Quersteher. Da kann er jetzt nicht mal mehr die Innenbahn ausnutzen. Heinrich macht das Manöver jetzt fertig. Jetzt kann man eigentlich erst sagen, dass das Überholmanöver geglückt ist.
Mürbus will es aber nochmal wissen. Heinrich müsste jetzt Kampflinie fahren, macht er nicht. Lässt Mürbus draufkommen. Mürbus spät. Wieder Seite an Seite, aber auch hier wieder sehr schön von Stefan Mürbus, dass er dem Heinrich da den Platz lässt. Dadurch geht Heinrich natürlich vor. Aber das haben sie toll gemacht. Sehr schönes Racing. Und Jens Fey schaut in die Röhre. Denkt mal, da hat er ein paar Hoffnungen gehabt und hat vielleicht was geschenkt bekommt. Aber das muss er sich jetzt selber erarbeiten. Die ganze Gruppe jetzt wieder rangekommen. Auch PJ ist da, auch Daniel Merget. Und Stefan Mürbus, obwohl er die frischsten Reifen hier von allen hat, kommt er nicht so richtig in Fahrt im zweiten Stint. Für Heinrich ist jetzt Endstation. Besser als Vierter wird er in diesem Rennen hier nicht mehr. Außer Konitzny fährt dann nochmal in der SRSG-Kurve durch den Dreck. Ja, und jetzt hat also Kim Strohmann alle Trümpfe in der Hand. Das wäre sein erster Sieg im Ferrari. Sein erster Sieg für Gamerfee Racing. Müsste man jetzt überhaupt mal in den Geschichtsbüchern gucken, wann war denn sein letzter Sieg? Das muss auch schon länger her sein. Im Wumpert Apollo. Ja, und Stefan Mürbus, der hat jetzt hier eine ganz wilde Horde hinter sich. Frage ist jetzt, kriegt er schnell einen Rhythmus hin, ohne dass er angegriffen wird? Sobald er hier Kampflinie fahren muss oder solche Dinge, wird er natürlich kaum in einen richtigen Rhythmus kommen. Wenn er jetzt mal so eine Runde fahren kann, ohne dass er behakt wird, besteht die Hoffnung, dass er vielleicht eine kleine Lücke rausfahren kann. Aber momentan sieht es nicht danach aus. Jens Fey zackt da schon wild hin und her. Will ihn einem Spiegel nervös machen. PJ hatte hier letzte Runde mal bei seinem Teamkollegen vorbeigeschaut. Für den gibt es natürlich nichts Schöneres, als Jens Fey in einem direkten Zweikampf zu besiegen. Das kann er ihm dann schön im Forum unter die Nase reiben. Aber im Moment bleibt er mal dahinter. So, Markus Rösch, der fährt sich auch so ganz langsam da wieder ran und der hätte gute Chancen, wenn er in diese Gruppe ranfährt, weil er verfügt natürlich mit der Corvette über ein Fahrzeug, was geradeaus richtig gut geht. Das hat übrigens auch Daniel Merget mit dem Maserati. Jetzt schauen wir nochmal gerade etwas weiter durch. Wir haben Sven Brandenburg auf der 10. Position, 11. ist dann Rainer Ebner, dann Mike Horn auf der 12. Julian Kunze. Jetzt kommen wir natürlich wieder mit dem Abstand, den können wir jetzt natürlich nicht nehmen, weil der war ja vorhin noch bezogen auf Stefan Konitzny. Er hat jetzt 34,4 Sekunden. Was mich aber überrascht ist, dass er noch nicht so wirklich daran gefahren ist, dass er erst eine Sekunde aufgeholt hat auf Mike Horn. Wohl aber ist er denen dahinter schon weggefahren, also sprich die ganze Gruppe bis Mike Horn fährt deutlich schneller als Nico Wenzel und alles was dahinter fährt. Dann haben wir also Wenzel Strieg da, dann ist da Andreas Spieß. Wir sehen Matthias Hartmann auf der 18, Marcel Hecker auf 19 und Carlos Zydurek, die sind immer noch zusammen. Veit Vogel auf der 21, dann Jan Müller, Frank Lehmann, hat beim Boxenstopp wohl ein bisschen was aufgeholt. SD Elsinger auf 24 ist das letzte Fahrzeug, was noch fährt. Roman hält den Abstand zu Brandenburg konstant. Konitzny hingegen will da nochmal ranfahren. Momentan 1,5 Sekunden. Das waren mal über 2 nach seinem Fehler. Heinrich kann sich absetzen von Mürbus. Längst aus der Gefahrenzone. Aber Mürbus hat jetzt scheinbar tatsächlich den Speed wieder gefunden. Hat den Rhythmus wieder. Und jetzt sehen wir, dass da
die Lücken größer werden, Jens Fein nicht mehr unmittelbar dran und PJ Hoekstra ist mittlerweile mit Daniel Merget so beschäftigt, dass ihm da vorne die zwei davonzufahren drohen. Und Rösch ist irgendwie wieder zurückgefallen. So, im Hintergrund haben wir gerade gesehen, auf die Spitzkehre zufliegend Marcel Heck und Carlos Zydorek. Und da war der rote Ferrari mal vorn und Heck hat versucht zu kontern, aber ich glaube, jetzt ist die Nummer hier durch. Denn Heck fährt immer noch jede Kurve quer. Also wenn er so weitermacht, dann muss der hier gleich noch ein zweites Mal an die Box kommen. So, und er macht einmal den SRSG Save the Ring Piloten gleich. Das SRSG Team immer noch mit mehreren Teams, allerdings haben sich die beiden Gebrüder Edelbergmeier dazu entschlossen, einmal eine Auszeit zu nehmen. Und damit ist dann nur noch das SRSG Werksteam in Anführungszeichen übrig geblieben und einer der Vertreter davon ist Jan Müller. Er ist also so gesehen indirekter Teamkollege von Stefan Konitzny und Markus Rösch. Für die beiden ist also der zweite Stint hier so ein bisschen eine Katastrophe geworden. Aus den Plätzen 1 und 5 sind jetzt die Plätze 3 und 9 geworden. Jetzt hat Konitzny auch wieder 2 Sekunden Rückstand auf Sven Brandenburg. Hier tut sich jetzt so langsam was. Kunze holt eine weitere Sekunde auf Horn auf. Aber ihm rennt jetzt natürlich auch so langsam die Zeit weg. Es ist nur noch eine Viertelstunde zu fahren. Beziehungsweise noch... Ah ja, wir sind schon in der 34. Runde, dann sind es noch 7 Runden. Gerade die 33. beendet. Ja, und Sven Brandenburg hat es noch nicht aufgegeben. 2,2, Konitzny hingegen fällt raus. Also diese 1,5, die wir gerade gesehen haben, war wohl das höchste der Gefühle. Da geht schlicht und einfach im Moment nicht mehr. Wir hatten ja schon im ersten Stint das Gefühl, dass Brandenburg ein bisschen schneller konnte. Und Kim Strohmann, der hing ja dahinter Stefan Möbus fest und konnte seinen wirklichen Speed gar nicht zeigen. Er ist sich bewusst, dass er am Qualifying eigentlich arbeiten muss, aber das ist natürlich so einfach dahingesagt. Wie um alles in der Welt soll man im Qualifying schneller werden, wenn man sowieso schon sein Bestes gibt? Und hier im Rennen, da hat er die Pace plötzlich. Aber natürlich immer wieder gefährlich hier, diese Kurve 13-14. Kann da immer wieder schief gehen. Der Einzige, der eigentlich im Moment so schnell fährt wie die Spitze, die ersten beiden, Brandenburg und Strohmann, das ist Julian Kunze. Der ihn immer noch mit einem 34er Abstand fährt und den sogar ein bisschen verkleinert hat. Nichtsdestotrotz wird das für Stefan Konitzny ein... Oh! Sven Brandenburg! Wo ist der denn? Was ist das denn hier? Was um alles in der Welt haben wir denn da gerade gesehen? Da hat er jetzt aber was angerichtet. Also ich glaube, es war ein Leck oder sowas.
Und es hat hier, das hat richtig Unruhe hier reingebracht. So, jetzt sind die Positionen aber erstmal wieder bezogen. Was ist das denn gerade gewesen? Also ich meine, wenn ein Leck passiert, dann ist ja eigentlich das Fahrzeug irgendwo da, aber der ist ja völlig aus dieser Dimension rausgeworbt und plötzlich ist er wieder da. Hat er einen Streckenbug erwischt, aber dann könnte er eigentlich nicht auf die Strecke zurückkehren. Also das ist eine der merkwürdigsten Geschichten, die wir jemals in Race 07 gesehen haben. Der muss irgendein Dimensionsportal gerade getroffen haben. Und der war ja völlig weg. Ich dachte eigentlich, dass er jetzt raus ist. Und plötzlich ist er wieder da. Also was auch immer das jetzt gewesen ist. Es ist ärgerlich für Brandenburg. Er hat dadurch 6 Plätze verloren. Damit ist jetzt Konizny wieder Zweiter. Ich wollte eigentlich gerade ausholen und sagen, das ist immer noch ein super Resultat für ihn, da ja Tometzki nicht am Start ist und Wackerbauer ausgefallen ist. Der wird also unser neuer Tabellenführer hier werden. Aber ja, jetzt ist er natürlich Zweiter. Wobei, so sicher ist das noch nicht mal, ob er die Tabellenführung übernehmen kann, denn die offizielle Tabelle, da wird ja das Streichresultat rausgerechnet, aber ich denke mal trotzdem, dass seine Ergebnisse stark genug sein müssten, um an Wackerbauer und Tometzki vorbeizuziehen. So, und ja, Laurin Heinrich hat jetzt plötzlich noch einen Podiumsplatz hier. Möbus 5., Fai 6., PJ... Möbus 4., Fai 5., PJ 6., Daniel Merget 7. und dann also Sven Brandenburg, die anderen Positionen dahinter sind jetzt natürlich nicht mehr davon beeinflusst. Julian Kunze immer noch schneller als Kim Strohmann, jetzt mittlerweile 33,9. Und viel wichtiger für ihn, Mike Horn ist nur mehr 2,5 Sekunden, jetzt wird es wahrscheinlich noch deutlich weniger sein von ihm entfernt. Er sieht noch alles bis hin zu Sascha Brandenburg, aber ich glaube, die Top 10 werden es nicht mehr werden. Zumal jetzt natürlich auch bei ihm wieder dazu kommt. Und jetzt ist Brandenburg raus. Aber mit einem DNF. Also er hat Escape gedrückt. Was auch immer da jetzt der Grund gewesen ist. Er hat den Fahrsimulator gerade mal irgendwie zu einem Raumschiff-Simulator für eine ganz kurze Zeit gemacht. Dann lief es erst wieder und jetzt ist er ganz raus. Da ist vielleicht das Force-Feedback ausgestiegen, aber eigentlich kein... Das ist eigentlich auch kein Grund, hier so kurz vor dem Ende dann aufzugeben. Und PJ Hoekstra ist neben der Strecke. Hat jetzt Merget mitgeholfen oder ist er von selber dahin gefahren? Damit also geht es für PJ ganz schnell wieder auf den 7. Platz zurück. Und Merget ist jetzt 6. Damit der beste... Und eigentlich der einzige No-Limit-Pilot, der jetzt überhaupt hier noch in Grid 1 fährt. Das ist das Riesenaufgebot von No-Limit Motorsport heute mächtig gerupft worden. Huck gar nicht erst am Start. Wackerbauer und Beudagipur beide raus. Da bleibt nur mehr Daniel Merget übrig. Jetzt hat es natürlich nochmal Plätze für alle hier gegeben. Jetzt ist Rösch 8. Sascha Brandenburg 9. Rainer Ebner 10. Mike Horn auf der 11. Und Julian Kunze ist irgendwie wieder weiter hinter Mike Horn zurückgefallen. Ist jetzt aber trotzdem 12. Jetzt sind es aber plötzlich wieder 4 Sekunden. Also da geht mit den Reifen wohl nichts mehr. Ja, jetzt dadurch, dass Brandenburg auch raus ist, geht uns natürlich vielleicht noch ein möglicher Kampf um den Sieg hier durch die Lappen. Jetzt sind die Positionen eigentlich soweit bezogen, zumindest mal auf den ersten 3 Plätzen. Möbus kann jetzt mittlerweile auch das Tempo von Heinrich wieder gehen. Aber er hat zu lange gebraucht, um in diesem Stint irgendwie auf Fahrt zu kommen. Jens Fei folgt ihm weiter, kommt aber nicht mehr in Angriffsposition. Das ist eigentlich jetzt noch so das Einzige, was hier noch umkämpft wäre in den letzten 4 Runden. Wir werden auch pünktlich fertig, dass wir das Fußballspiel noch sehen können. Wir können uns wahrscheinlich sogar nochmal den Start angucken. Zu diesem Rennen. Die Zeit werden wir noch haben. Einmal die Analyse. Kurz reinschauen.
Ja, also alles ab Platz 4 ist noch nicht sicher. Wir sehen auch, dass Daniel Merget da so ein bisschen an Jens Fay heranfährt. Drei Runden sind jetzt noch zu fahren nach der prognostizierten Distanz. Bei Rundenzeiten von 2 Minuten wird das auch aufgehen. Das ist Jan Müller, der wird überrundet. Kein Grund zur Hektik. Stefan Konitzny holt nochmal auf Kim Strohmann auf, aber der wird jetzt längst den Schongang eingelegt haben. Ja, jetzt jenseits der Top 10 nochmal irgendwo spannend. Kunze hat mittlerweile aufgesteckt. Geht der Abstand auch deutlich gegenüber Strohmann nach oben. Wird wahrscheinlich das Reifenmaterial nicht mehr hergeben. Hat sich gut wieder nach vorne gekämpft. Bisschen ärgerlich natürlich, dass er diesen Dreher da drin hatte. Aber gut, das passiert natürlich im Eifer des Gefechts. Das hat ihn letztlich wahrscheinlich, na, sagen wir mal, 3-4 Positionen maximal gekostet. Und der Markus Wirsch kam ja auch nur durch einen eigenen Fehler dahin. Also sagen wir mal, er hat da eine sehr gute Schadensbegrenzung betrieben. Mirko Wenzel auf der 13. Position, Thomas König. Fehlte heute einfach irgendwie der Speed, den Jens Fay und PJ Hoekstra hier hatten. Silvio Striegler wird mit der 15. Position sicherlich sehr gut leben können. Setzt sich hier Ingrid 1 so langsam fest. Ja, und Andreas Spieß, auch da muss er sagen, tolles Debüt hier in der GTP Pro Series. Das war schon mal ein rundum gelungener Auftritt. Bei Matthias Hartmann, da werden wir wahrscheinlich gleich noch die Auflösung bekommen, was da in der ersten Kurve vorgefallen ist. So richtig nach vorne kam er dann nicht mehr. Carlos Zydorek, heute fehlte ihm so ein bisschen der Speed. Also mit dem Ferrari kommt er immer noch nicht so ganz gut zurecht wie letzte Saison, als er mit dem Königseck sich die ersten Rennen hier gegeben hat. Da war er teilweise sehr gut unterwegs. Hier mit dem Ferrari läuft es noch nicht ganz so. Marcel Heck verliert jetzt wahrscheinlich noch den Platz an Frank Lehmann. Aber keine Frage, dem geben wir heute... Och, jetzt dreht er den Lehmann auch noch um und jetzt fahren sie sich auch noch gegenseitig rein. So, Achtung, da kommt gleich der nächste Veit Vogel. Aber der findet eine blockierte Strecke vor. Jetzt hier nochmal lustig. Also Colin McRae Award, ganz klar an Marcel Heck. So spektakulär wie der ist heute keiner gefahren. Den Preis muss er jetzt gerade dafür zahlen, dass das Auto wahrscheinlich nur noch auf der Hinterachse fährt. So, jetzt fährt er bereitwillig aus dem Weg. Das Ding macht keine Kurve mehr. Vernünftig. SD Elsinger, 22. Position bei seinem Comeback in Grid 1. Ja, und Jan Müller, was auch immer da vorgefallen ist, der ist plötzlich ganz am Ende des Feldes gewesen. Und wir haben ja dann gerade gesehen, wie er überrundet worden ist. Macht da Platz für weitere. Also da war noch mal irgendwas. Ah, Kim Strohmann wird das Ganze wohl nach Hause fahren. Aber hier, da ist noch alles möglich. Daniel Merget hat die Lücke jetzt geschlossen. Eine Runde steht dann hier noch auf dem Programm. Wird ein Podium ohne No Limit Motorsport. Auch das ein nicht ganz alltäglicher Anblick. So, jetzt natürlich nochmal die beste Überholmöglichkeit, aber da gibt es nichts. Dann bleibt nochmal die letzte Kurve. Da werden wir dann aber natürlich die Zieldurchfahrt von Kim Strohmann zeigen, das hat er sich verdient. Am Ende war es ein Rennen, wo dann sich der Null-Fehler-Job durchsetzt. Aber Strohmann hat auch eine unglaublich gute Race-Pace gehabt. Vor allem, schau sich das an, gegenüber seiner Startposition, 13 Plätze.
Da dürfte sonst nur Maikorn noch einen ähnlichen Wert haben. Ja, der hat sogar noch 20. Aber das war ja auch einfach, der kam ja vom allerletzten Platz. Aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich auch eine super Aufholjagd von Maikorn. Das muss ihm auch erstmal einer nachmachen. Und natürlich Julian Kunze, das wollen wir nicht vergessen, der war ja auch letzter, nachdem er da seine Durchfahrtsstrafe hatte. Und er hat sich bis auf 12 wieder nach vorne gefahren. Und da wäre sogar noch mehr drin gewesen. Aber wir werden hier heute eine Premiere erleben, nämlich den ersten Sieg für das neu formierte Team Gamma Free Racing. Das wird den Teamchef Christian Seelemann sicherlich richtig erfreuen. Der hat da mit dieser Mannschaft richtig was aufgezogen, ein riesiges Team hier an den Start gebracht. Und Kim Strohmann, das ist so ein bisschen der Starfahrer dort. Und der wird heute diesem Team den ersten Sieg bescheren. Und das wird dann auch gleichzeitig der erste Sieg eines Ferrari 458 Italia in der GTP Pro Series werden. Also Kim Strohmann, wir gratulieren zum Nullfehlerjob und zum Sieg hier auf dem Sepang International Circuit. Zweiter wird Stefan Kunitzny, der das Rennen heute auch gut hätte gewinnen können, aber einen Fehler zu viel gemacht hat. Und dritter nach starker kämpferischer Leistung Laurin Heinrich, der sich hier mit diesem Zweikampf unterlegenen Fahrzeug bis auf Rang 3 nach vorne fährt. Jens Fey schafft es da vor. Der ganze Server hier ab. Weil Sascha Brand, oh, Sascha Brandenburg noch in der letzten Runde geflogen. Oh, da muss vielleicht sogar der Stand eine Runde vor Schluss herangezogen werden. Damit also jetzt PJ Hoekstra, Markus Rörsch, Rainer Ebner wird damit 9. Maikorn 10. Jetzt kriegen natürlich alle nochmal eine Position. Jetzt ist nur die Frage, wird das so gewertet werden? Julian Kunze, wo bleibt er eigentlich? Wo ist Julian Kunze abgeblieben? Mirko Wenzel wird jetzt 11. Wo ist Julian Kunze? Der ist scheinbar auch noch runtergeflogen. Oh, also da denke ich mal, wird es den Stand dann von... Ja, also der fliegt gerade auch. Da hat es gerade einen Serveraussetzer gegeben. Ich gehe mal davon aus, es wird der Stand nach 39 Runden dann gewertet werden. Denn da hat sich ja sonst weiter nichts mehr getan. Hier kommen weitere Ankommer. Thomas König, Silvio Striegler, Andreas Spieß, Matthias Hartmann. Carlos Zydorek kommt hier als jetzt offiziell 16. rein. Und dann warten wir hier noch auf die Nachzügler. Frank Lehmann, alles runter. Oh Gott, der Marcel Heck ist ja noch zurückgefallen, bis hinter SD Elsinger. Oh, Stefan Möbus geht hier sehr früh vom Server. Das hat schon für einiges an Ärger gesorgt, dieses zu frühe Verlassen. Allerdings geht es hier momentan nicht so ganz mit rechten Dingen zu. Und Marcel Heck, dem verleihen wir heute einen extra Award für die spektakuläre Fahrt, die er hier hingelegt hat. Also, damit haben wir alle über den Zielstrich. Das war es vom Rennen.